Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Monster Harvest. Und ja, ich wollte euch eigentlich noch einen langen Tag in der Mine ersparen. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, gehst du gleich richtig schlafen. Und wachst am nächsten Tag auf und man siehe hier, ne, Dunkelzeit. Wir sind im letzten, in Anführungsstrichen, Kapitel angekommen. Ja, aber Silvester, da haben wir einen Kochwettbewerb, wo man wahrscheinlich sowieso wieder nur dumm rumsteht. Und wir schauen uns jetzt mal gespannt an, was uns jetzt erwartet. Oh, oh, wie cool das aussieht. Interessant. Das erinnert mich so ein bisschen an Zelda für den Super Nintendo, an die Schattenwelt so ein bisschen. So ein bisschen. Interessant. Gut, da können wir dann gleich mal anfangen, hier alles umzubuddeln und unseren Krempel zu kaufen. Und dann müssen wir natürlich auch wieder flott und fett in die Mine, weil wir natürlich auch die Samen brauchen. Die wir da immer von den Bossen kriegen. Aber zuvor müssen wir natürlich erstmal hier unser Zeug anbauen und auch natürlich angeln. Wir müssen angeln gehen. Ne? Wir machen erstmal so das Grundgedönse. Wir gehen erstmal angeln und die Sachen sammeln, die wir hier noch brauchen für die letzten... Oh, wie cool das aussieht. Das gefällt mir. Hier, das zum Beispiel. Ne? Du hast ein Berührmein nicht entdeckt. Okay, es gibt ein Vergissmeinnicht natürlich in der Realität und das ist einfach mal ein Berührmeinnicht. Passt mich nicht an. Und da haben wir auch noch was. Was haben wir hier? Ein majestätisches Lärchen, ein majestätischer Lärchensporn. Das kennen wir schon. Sind das denn die letzten Blümchen, die wir noch brauchen für das letzte Dingensbummens? Ich würde es hoffen. Und sorry, wenn ich irgendwie in Rätseln spreche. Das ist nicht ungewöhnlich. Ich spreche gern ab und zu mal in Rätseln. So. Nein, das ist gar nichts davon. Fäulnisblume, Fossblume. Okay, die zwei Blumen gehören da gar nicht dazu. Okay. Dennoch, wir müssen noch angeln. Angeln. So, was haben wir hier? Nein, das sind nicht die Fische, die wir brauchen. Das sind nicht die Fische, die wir brauchen. Korallenkaninchen, Segelflosser, denn die haben wir, glaube ich, schon. Aber natürlich, wir lassen sie natürlich bei uns im Säckel. Weil ich bin mir nicht zu 100% sicher, dass ich auch recht habe. Ich erwarte ja immer noch, dass der mal aufsteht. Oh, was sind das? Ein Pilz. Ein stinknormaler Pilz. Weißt du, alles hat hier ganz strange Namen, aber Hauptsache, das heißt nur Pilz. Oh, das ist ein anderer Fisch. Das ist ein Stein, den will ich nicht. Das ist noch ein Stein, den will ich auch nicht. Das will ich auch nicht. Hallo? Gib mir mal einen anderen Fisch. Ich glaube, dann gibt es keinen zweiten. Ah doch, jetzt. Den haben wir aber auch schon. Nein. Ach, das ist das Schleimko. Da ist wahrscheinlich immer noch kein Schwein. Nö. Sind immer noch dieselben Fische. Geht's mal ans Meer angeln? Vielleicht gibt es da was Neues. Ach ja, und drüben in dem, oh, ist denn vielleicht hier was? Nee, ist dasselbe. Ich muss dann auch noch auf die andere Seite. Weißt du, auf der Seite ist hier das Meer. Auf der anderen Seite ist ja dieses Möbelgeschäft. Vielleicht ist da noch irgendwas.
Oh, aber das hier. Eine Fäulnisblume, ja. Und das andere ist das Phosphor irgendwas. Phosphorchen? Phosphchen? Ich weiß nicht. Irgendwie. Nee, das sieht auch aus, als hätten wir das schon. Mach dich mal weg. Hä? Achso. Ich dachte, ich könnte das einfach so da hoch. So, das sind die, wo wir gerade gefangen haben. Einen hätte ich gerne noch. Und damit meine ich keinen Stein. Da ist er. Gut. So, finden wir hier noch die andere Blume, die wir brauchen. Oh ja, das könnte sie sein. Eine Phosflume, genau. Die Phosflume. Gut, damit haben wir alle. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal die Blümchen. Aber es fehlen noch eine ganze Menge Fische. Es fehlen noch 5 verschiedene Fische. Zur Not muss ich echt googeln, wo man die herkriegt und wann. Vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit, irgendwie in der Höhle zu angeln oder so. Ich weiß es nicht. Aber die Blümchen haben wir auf jeden Fall schon mal fertig. Komme ich denn... Ah ja, ich kann hier runter. Sehr schön. So, gucken wir mal, ob es hier was Neues gibt. Oder aber noch eine Phosblume. So, da haben wir auch 2 verschiedene. Ich glaube, die haben wir aber tatsächlich auch alle schon. Ich glaube, ich muss wirklich googeln. Ich gehe jetzt nochmal auf meiner Farm angeln. Was ist das? Liebliche Lichtung. Achso, das ist die Klinik. Deswegen das Herz. Ich gehe jetzt nochmal 2 Fischlis auf meiner Farm angeln. Mal zu gucken, was da noch droppt. Und ansonsten, da muss ich echt gucken. Vielleicht muss ich die auch angeln, wenn es dunkel ist. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Aber wenn es hier schon so einen Tag-Nacht-Wechsel gibt, könnte ich mir das auch vorstellen. So, erstmal hier das ganze Gezubbel. Oh, warte, Steine aber nicht. Die müssen nicht unbedingt weg. So. So. Gucken wir mal, ob es hier was gibt. Na, wo ist der andere? Da ist er. Was bist du? Eine Forelle und ein Hecht? Ja, ich glaube, die haben wir auch schon. Eine Forelle und ein Hecht. Ich glaube, die kennen wir aber auch schon. Ich gehe mal oben schauen. Ich dachte, es gibt halt jede Saison, gibt es halt in jedem Bereich irgendwie 2 verschiedene Fische. Das wäre ja auch, das hätte ja auch eigentlich super funktioniert. So, die 2 Hammer. Das hier kriegen wir diesen Monat auch noch fertig. So, jetzt fehlt halt das hier, ne? Tintenfisch, Klauenfisch, das klingt alles nach Meer. Die Flunder klingt nach Meer, Steinbutt weiß ich jetzt nicht. Glasaugenbarsch, der klingt eher nach Fluss tatsächlich. Aber Klauenfisch, Tintenfisch und Flunder sind, glaube ich, im Meer. Steinbutt weiß ich jetzt gerade nicht genau. Vielleicht muss man auch einfach nur viel länger angeln. Oder die sind alle irgendwie in der Trockenzeit oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich muss da auf jeden Fall mal googeln. Und wisst ihr was? Das mache ich jetzt einfach mal. So. Okay, Kinderleins, wir müssen nachts am Festplatz angeln. Sämtliche Fische, die wohl noch fehlen, scheinen nur am Festplatz zu sein. Und weißt du, ich kacke jetzt einfach mal auf das Feld. Also nicht wörtlich gemeint jetzt natürlich. Ich gehe jetzt einfach mal abends, weil dann habe ich nämlich noch ein bisschen Energie. Und dann gehe ich einfach mal hoch zum Festplatz und gehe einfach mal da angeln. Und laut Internet kann man auch irgendwie in den Dungeons angeln. Ich verstehe nur leider nicht wie. Das hat bei mir irgendwie nie funktioniert. Was natürlich dumm ist. Ne? Ist klar. Oh, ich hasse diese Ecke hier. Ihr hättet wenigstens hier das irgendwie weglassen können.
Mensch, 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 Mensch. So, wir erinnern uns, 5 Stück fehlen noch. Ja, das sieht tatsächlich so auch ein bisschen nach mehr aus, ne? So ein bisschen. So, schauen wir mal, ob wir was Gescheites kriegen. Ja, fängt schon gut an, ne? Ah, da haben wir doch Nummer 1. Und Nummer 2. Und ein Stein. Oh, da haben wir Nummer 3. Jawohl. Komm schon, gib mir mehr. Nummer 4. Oh. Ja. Na? Ich hätte gerne den letzten. Jawohl! Ein paar Dinge mache ich jetzt auch noch. Also scheinbar kriegt man die Fische auch immer und nicht von der Jahreszeit abhängig. Weil es stand jetzt zum Beispiel nichts bei, dass es hieß hier Trockenzeit, Regenzeit oder so. So. Glasaugenbarsch, jawohl. Wir haben sie alle. Blunder, Steinbutt. Steinbult? Nee, gut. Juhu. Tintenfisch. Tintenfisch, Clownfisch. Auch wenn er komisch aussieht, der Clownfisch. Der Butt. Die Flunder und der Glasaugenbarsch. Das sind, glaube ich, die, wo uns tatsächlich noch gefehlt haben. Und jetzt haben wir es auch endlich abgeschlossen. Ich angel ja für gewöhnlich in Spielen unfassbar gerne. Ne? Ich liebe auch Angelspiele unfassbar. Aber manchmal muss ich halt wirklich gucken. So, Clownfisch, check. Tintenfisch, check. Flunder, check. Steinbutt, check. Glasaugenbarsch, check. Jawohl. Wir sind fertig. Radadadadada. So, und nix. Und morgen geht's dann rund mit dem Anbauen. Kann ich die eigentlich essen? Offensichtlich nicht. So. Da, eine ganze Menge Fisch. Sieht schön. So. Dann lasse ich es heute auch mal gut sein. Auch mit dem Kämpfen. Wir müssen ja auch nicht immer zu das machen. Guck mal. Aber gut. Ah, fast. Fast. So, dann würde ich sagen, wir nehmen auch mal eine ganze Menge. Wir sammeln dann am besten auch mal eine ganze Menge Fressalien, weil wir müssen ja schließlich auch noch gießen, ne? So, wir kaufen von der Kohle jetzt erstmal Zeug, auf jeden Fall. Oh, habe ich gestern eigentlich die Viecher gefüttert? Glaube nicht. Seid mir bitte nicht böse, ihr Süßen. Ich kann auch nichts für. Gut, ich kriege immer noch nur 8. Das heißt, wir haben auch immer nur 8 Viecher bisher. Oh, Nase juckt. Bla. Das ist super. So, das heißt, wir brauchen jetzt von allem 4 Stück. Das heißt, 6 Stück. 6 mal 4. Oh, das kommt schon wieder recht an. Sind 24? Ne, 3 mal. Doch, 3 mal 6 sind 18. Doch, 24. Also praktisch 24 Samen von allem brauchen wir jetzt. Dass wir einmal von allem alles anbauen können. Hallo. So, Augenfrucht. Alter. Boah, sind die teuer. Uff.
Und der Rucksack fehlt ja auch noch. Oh, verdammt. Da habe ich ja gar nicht ran gedacht. So, ich würde sagen, wir packen jetzt hier erstmal... Oh, ich weiß nicht. Von jedem 5? Oh, Markwurzelsamen. So. Reicht das noch? 100, 200, 290. Ja, es könnte noch reichen. Jo. Sehr gut. Von jedem 7 Stück. So, die wird dann aber am besten erstmal so anbauen. So, wir haben Dunkelzeit. Okay, ich brauche im Grunde für das Grundgezubbel eigentlich nur von jedem 6 Stück. Wobei ich, glaube ich, die Bäumlein oder die Grünen ein bisschen anders da platzieren werde. Die wo dauerhaft nachwachsen, weißt du? Damit dann nichts im Weg ist. So, also. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. So. Oh Gott, was hat denn? Und zack, 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 zack. So, das kommt jetzt erstmal weg. So. Gott, ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. So. Also einmal die normalen. Ich könnte eigentlich die 4 hier machen. Es ist ja im Grunde das, dass das sofort ausweckt. Das ist ja im Grunde nur, dass das sofort auswächst. So, das sind die für die normalen Tierchen. Hier haben wir Nutztierchen. Oh, ich darf hier noch nicht mal durchlaufen. Die Nutztierchen. Genau, dann kommen hier die starken Tierchen. Dann kommen hier die... Na? Oh, okay. Jetzt darf ich erst anbauen, wenn ich Platz geschaffen habe. Okay. Ihr müsst aber weg. So, es tut mir leid, Freunde, aber tschüss, ne? Macht's gut. War nett mit euch. So. So, dann die Tierchen. Kann ich dich auch schon? Nee, okay. Der letzte muss warten, bis ich dann wieder eins verkauft habe. Oder habe ich denn noch zufällig einen grünen Schleim? Ach, schade, aber ich kann mir, glaube ich, einen kaufen. Dann kann ich das eine schon mal machen. Dann kann ich das eine schon mal machen. Also einfach nur einen stinknormalen grünen Schleim. Und bitte nicht den Trank in der Hand haben, wenn du mit dem laberst. Sonst schenkst du dem noch diesen teuren Trank und das wäre echt dumm. So, einen grünen Schleim. Dass ich dieses eine Reittier direkt rausziehen kann. Und dann kann ich das gleich verkaufen und dann kann ich nämlich das letzte direkt anditschen. Und ich hoffe, ich habe das alles richtig gemacht, sonst beiße ich mir echt den Arsch. So, was nehme ich denn? Nehme ich den da.
Ein lila Pferd. Boah. Begeisterung pur. So, danke schön, lila Pferd. So, und jetzt müsste ich eigentlich das letzte machen können. Sehr gut. So, und dann brauche ich nochmal ein bisschen mit Abstand von jedem eins, wo ich dann das hier benutze. Und dann haben wir eigentlich auch das komplett durch. Ich mache da mal ein bisschen Platz dazwischen. Alle. Ich will ja nichts sagen, aber irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe das doch. Okay. Ich will mal nicht meckern. Ich mache mal sonst nichts. Ich lege das mal hier rein. Vielleicht ist es später weg. Ich weiß es nicht. Wenn nicht, vielleicht ist das auch zerstört. Aber ich habe keine Ahnung. So. Das einmal auch noch verkaufen. So, jetzt können wir hier erstmal das wieder ablegen. Brauche ich mal meine... So. Vielleicht haben wir jetzt ja auch unendlich grünen Schleim. Kann ja auch sein. So, wir haben auf jeden Fall alles angepflanzt. Das haben wir durch. Jetzt heißt es halt gespannt abwarten. Achso, ja, hier ist auch noch alles tutti. Ja, hier ist auch noch alles tutti. Sehr schön. Jetzt heißt halt bloß abwarten, dass halt auch alles brav wächst und gedeiht. Und ich bin schon fast versucht, tatsächlich vorzuspulen, weil damit ich zwischen den Aufnahmen nicht das Spiel starten muss und dann das Problem habe, dass die komischen Viecher wieder alle verdoppelt und verdreifacht sind. Ja, und ich dann wieder Probleme habe, meine Nutztiere zu ernten. Wäre doof. Wäre richtig, richtig doof. Aber wir müssen hier auch noch unseren Bonus abholen. Wir haben ja gestern hier Blümchen fertig gekriegt. Ne? Hier. Was haben wir denn? Gießkanne verbessert, sodass du weniger Ausdauer verbrauchst. Juhu. Und die Fischlein. Das ist bestimmt für die Angel. Jawohl, die Angel wurde verbessert. Und hier ist das dann wahrscheinlich, keine Ahnung, die Spitzhacke vielleicht. Axt. Hacke. Angel. Ah ne, hier ist die Spitzhacke. Fehlt noch irgendwas? Das Schwert vielleicht noch? Auf jeden Fall, irgendeins fehlt noch vom ganz letzten unten. Und das kriegen wir ja morgen, weil ne, die vier ersten haben wir ja bereits. Die vier ersten Knubbel haben wir ja bereits geerntet. Und ich würde sagen, wir kaufen jetzt einfach nochmal. Weil jetzt ist im Grunde auch egal, was wir kaufen. Hauptsache, wir kaufen und bauen an. Und zwar sehr viel. Deswegen, ich verbrate jetzt einfach mal wieder mein komplettes Geld. Für Samen. Bis wir in die Mine gehen und da dann richtig loslegen. Und da kriegen wir dann auch wieder genug. Da ist es im Grunde Schnurz, was wir dann kriegen. Das wird alles mit angebaut. Weil wir haben ja dann im Grunde alles, was wir brauchen. Und da wird es wahrscheinlich auch wieder eine geben, die nicht so häufig kommt. Und... Oh, wir müssen auch noch... Wir müssen dann auch noch, das dürfen wir dann nicht vergessen, wir müssen dann auch noch die 4, 5, 6, 7 die wieder kreuzen. Ne? Nicht vergessen. Wir müssen die dann auch wieder kreuzen. Die Blümchens. Zack, 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 zack.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, und unten dann auch nochmal. Ja. 5, 6, 7, 8. So. Oh, guck mal, das kostet jetzt sogar nur noch 4. Die Gießkanne. Ja, sehr gut. Jetzt bräuchte man das eigentlich nur noch, dass man mehr gießen kann als nur einzeln. So, ne? Sieht gut aus, dass wir es vielleicht noch ganz schaffen. Aber die Hauptsache ist, das obere ist gegossen, damit wir unsere Tierchen so früh wie möglich kriegen. Ah, es wird vielleicht doch knapp. Es wird vielleicht doch knapp. Komm schon, zweimal nur noch. Nein! Warum? Wieso? Brauch noch irgendwo irgendeinen Böppel, wo ich essen kann. Irgendwas, das ich essen kann, dass ich nur einmal gießen kann. Oh, ist das bitter. Komm schon, irgendwo muss was rumliegen. Na? Irgendwo muss doch irgendwas rumliegen. Irgendein Früchtchen. Boah, echt jetzt? Hier liegt einfach nirgendwo was rum. Ist das bitte? Das ist bitte wie Lakritz, du. Gehen wir mal zum Strand. Da liegt ja immer ganz gerne irgendwo was rum. Nur irgendwas, wo ich essen kann. Ein Pilz oder so eine Frucht oder irgendwas. Sonst liegt auch immer überall was rum. Kann ich das essen? Ja, kann ich. Danke. Mehr wollte ich nicht. Theoretisch könnte ich jetzt wieder 10-mal gießen. Ne? Das ist jetzt mal wieder komplett sinnlos verschwendete Energie. Erstmal überall dagegen laufen. So. Das war's. Und ich würde sagen, wir belassen es da auch bei. Und na gut, wobei, das werde ich erstmal brauchen. Ich möchte dann aber eigentlich ganz gerne tatsächlich das ablegen. Und erstmal hier fertig gießen, weil das war sehr teuer in der Vorbereitung. Und ich habe keine Lust, dass ich versehentlich mit der Spitzhacke draufschlage. So, nächster Tag. Ich habe keinen Bock auf die Nacht. Gute Nacht. Ja, es regnet. Ist der schon fertig? Okay. Okay. Naja, gut. Das war ja gedingst, ne? Gedüngt ganz dick. Aber gut. So. Hier wächst alles brav. Ja, gießen brauche ich jetzt halt nicht. Da können wir dann eigentlich gleich wieder schlafen gehen. Habe ich hier gerade Musik im Ohr? Ich habe die ganze Zeit irgendwie keine Musik. So, Schnucki, die Einzige, die nichts geliefert hat, bist du. Nee.
Und das normale Huhn hat nichts geliefert. Na. Ups. Vielen Dank. La 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 la. So.